Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odin Shoppen. Ist ein bisschen was zusammengekommen und das würde ich euch jetzt gerne mal zeigen. Erstens, ich habe Hosen bestellt. Das wäre eigentlich Thema für ein einzelnes Video. Ich habe bei Otto, wenn ihr das alles wissen wollt, könnt ihr ja in den Kommentaren schreiben. Etliche Hosen geholt mit Rücksenden. Das ist jetzt da alles ein bisschen anders. Und von den ganzen Hosen haben zwei gepasst. Nicht obenrum. Nicht falsch verstehen. Also nicht, dass ich fett geworden bin oder irgendwas. Oder also noch fetter bin. Bin ja fett, aber noch fetter geworden bin oder so. Nee. Obenrum eigentlich super. Eigentlich. Die ganzen Hosen, das waren. Boah, ich weiß nicht. 20, 30, 40 Hosen irgendwie in dem Dreh. Also verschiedene Größen. Länge alle 32 und obenrum 38, 40 und 42. Von den ganzen Hosen haben dann zwei gepasst und die anderen obenrum okay. Da hat mal eine 38 gepasst, mal hat eine 40 gepasst, mal hat eine 42 gepasst. War komplett unterschiedlich. Aber eine Oberschenkel, also Länge war okay. Gut, bei einigen waren die halt so viel länger, als sie eigentlich sein sollten, aber egal. Und die anderen, alle Oberschenkel und Waden waren eng. Obenrum gesessen, aber Oberschenkel und Waden. Und da brauche ich mir keine luftige, lockere Hose holen oder eine Jeans, die halt vernünftig sitzen soll, wenn sie an den Waden wie Tannenbaumtrichter ist. Oder oben sitzt sie am Oberschenkel gut und an der Wade ist sie wie Tannenbaumtrichter. Oder an der Oberschenkel ist sie wie Tannenbaumtrichter, unten sitzt sie gut. Ja, das ist Quatsch. Hab jetzt zwei. Also die hat gleich von Anfang an gesessen. Die ist von Rockcheck. Kenne ich nicht. Ja, habe ich aber auch zu spät gesehen. Die habe ich bei Otto geholt für 49. Runtergesetzt von 89 Euro. Bei Rockcheck auf der Webseite direkt kriegst du sogar schon für 39. Habe ich aber erst gesehen, wo ich dann schon bezahlt hatte. Kann ich euch auch mal zeigen. Ich hoffe, man sieht es halt relativ. Warte mal, ich muss mal gucken, wo hier vorne hinten ist. Das ist halt. Ja. Da sind die Nähte hier so ein bisschen dicker gemacht. Auch hinten. Und an der Seite. Wo ist es denn? Hier. In der Innenseite. Außen nicht. Ja, und die sitzt. Also das ist ein ganz normaler gerader Schnitt. Nicht Karotte. Auch hinten halt. Finde ich ganz schön. Mit den zwei Farben. Und hier auch. Ja. Die sitzt sehr, sehr gut. Oberschenkel, Unterschenkel, also Wade, passt. Und hier von Kipo und Becks heißen die. Die habe ich ja früher auch sehr gerne getragen. Die sind richtig teuer. Richtig, richtig teuer. Aber ich wollte denn, wenn ich denn auch wieder mal eine wie früher haben. Meine Frau gefällt sie nicht. Sagt, ich bin zu alt für sowas. War mir aber egal. Bei mir gefällt sie persönlich. Ich muss nur den Gürtel mal hier ran machen. So. Dass ihr das sehen könnt. So. So. Und die anderen waren alle von Kipo und Becks. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das alles wissen wollt. Und wie das dann mit Versand und. Ach, hör mir auf, ey. Wollen nur eh mal Versand bezahlen, obwohl zwei große Pakete. Ach, hör mir auf. So, die ist dann halt so. Ja. Warte mal. Ach Mann. So, ich mach mal hier auf den Arm ruf. Die ist dann halt, hat dann hier so eine Tasche, die ist ein bisschen locker, das sieht ein bisschen komisch aus manchmal. Ich hoffe, bei der ersten Wäsche geht das noch ein bisschen anders. Dann hier so ein bisschen übergenäht. Hier auch einen Reißverschluss am Knie. Ja, sitzt schön locker. Die sitzt richtig gut. Obenrum, überall. Und die anderen, die ich hatte von Kipo und Becks, ich kann. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Obwohl es die gleichen Größe ist,
Das müsste, glaube ich, so eine 40 oben rum sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich muss mal gucken. Moment. Nicht, dass ich gerade Falsches sage. Nee, das war so ja eine 42. 42, 32. Also obenrum 42, Länge 32. Und die anderen, die mir passt haben, waren, wie gesagt, dann auch 38. Nee, 38 hat die gar nicht gepasst. 40 und 42 hat gepasst. Doch, die eine hat so ja eine 38 gepasst. Aber da waren die Beine dann komplett eng oben, super gesessen, super perfekt. Aber Beine. Und wenn du sie dann größer genommen hast, dann sind sie auch gleich unten länger geworden. Aber irgendwie hat sich an, weiß ich nicht, der Oberschenkel ist ein bisschen besser geworden, aber eine Wade war immer noch eng. Sehr kurios, sehr, sehr kurios. Aber das hatte ich ja damals schon, wo ich nicht fett war bei Kipo und Becks, dass ich hatte eine Kipo und Becks und habe bei Otto welche bestellt, in auch in verschiedenen Größen, weil ich ja wusste, sowieso, die fallen immer unterschiedlich aus. Und dann hast du die übereinander gelegt, die Hosen. Und dann, damals, was hatte ich denn da? Ich hatte ja, früher hatte ich ja 32, 32. Also obenrum 32, Länge 32, dann ist ein bisschen höher gegangen. Ja, und da habe ich dann eine 32 gehabt, ich habe eine 34, eine 36 und eine 38 gehabt, die gepasst haben. Und wenn du die über meine 34, 32 gepackt hast, waren die obenrum exakt gleich. Die waren alle exakt gleich, bloß dass bei der Ehen halt nicht 34, 32 stand, sondern 38, 32 oder 36, 32. Total kurios, total kurios. Also ich weiß nicht, also ich finde vom Style finde ich die Kippo und Becks echt geil. Aber von den Größenverhältnissen, oder dann passt oben eine. Ich habe halt dicke Oberschenkel. Ja, das ist halt immer so ein Problem. Aber habe ich schon immer gehabt. Aber naja. So, dann habe ich mir was geholt bei Amazon. Es war endlich da. Ich habe ja meine Handyhülle zurückgeschickt. Also reklamiert. Weil die Klappe, wo man zumacht, die war dann total locker. Und immer, wenn ich ein Foto gemacht habe, war die Klappe davor. Hast die Klappe weggemacht, zack. Ein bisschen zu weit geneigt, das Handy. Klappe wieder davor. Und mit dem Ring, das war auch assi, konntest du nicht richtig vernünftig halten. Und ich wollte dann unbedingt wieder eins und hab dann kannst du ja nicht auspacken. Wo geht's denn hier auf? Ach, hier unten. So. Und wollte denn, hier ist so ja ein Panzerglas noch mit bei, das ist ganz gut. Habe ich noch eins auf, hab wieder eins auf Reserve. Ich habe ja bei mir drinne. Ja, hier ist das Panzerglas. Und hier ist dann das Zeug zum Rinnmachen. So. Und hier habe ich dann, ist das auch magnetisch wieder? Schade. Ist das jetzt nur Plastik oder? Da muss ich noch nachgucken. So, da habe ich mir jetzt so eine Hülle wieder geholt. Da ist das dann direkt ausgeschnitten, ohne Klappe. Auch hier mit diesen Bumpern und so an der Seite halt. Ja. Kann man jetzt sehen. Und hier ist dann auch halt hier nichts halt doppelt oder so, wo denn weich wird denn hier irgendwie. Und hier, das kannst du ausklappen. Und kannst du auch komplett drehen, wie du willst, und wieder rinklappen. Und dann kannst du das so, das hält sich richtig gut, ja, mit Finger drin, kannst du richtig gut halten. Oder das Handy halt abstellen. Ja. Funktioniert wirklich super. Besser als mit dem komischen Ring. Und das sollte eigentlich hier hinten magnetisch sein. Rein theoretisch. Aber, ich habe ja hier, warte. Ah, doch, ist magnetisch. Super, dann passt das ja. Dann bin ich da jetzt glücklich. Weil das war, also das, die, ich werde euch die alte Hülle
noch in die Videobeschreibung machen mit, man kann ja jetzt Emojis machen und so, mit einem Stoppschild davor, damit ihr wisst, welche ihr auf keinen Fall kaufen solltet. Die Verarbeitung ist nicht gut. Also so die Hülle, so auch beim für den Fallen und so, ja, aber mit der Klappe oben ist die Verarbeitung nicht gut. Die ist locker und dann kann ich überhaupt nicht mehr empfehlen. Überhaupt nicht. Am Anfang war ich begeistert, ja, aber der Ring hat mir halt nicht gefallen und jetzt habe ich die passende Hülle wieder. So, dann haben wir hier einmal Müll. So, dann haben wir nochmal Müll. Dann haben wir hier noch eine Kette. Ich muss jetzt leise sprechen, weil hier ist schon jemand nach Hause gekommen, der noch eigentlich noch gar nicht zu Hause sein sollte. Ja. Eine Panzerkette für Weihnachten. Ja. Nicht zu lang, nicht zu kurz, hoffe ich. Ich hatte ja noch eine, aber die hat Juna gekriegt, ja. Die wollte so eine Kette wie Papa mit Torshammer. Und dann habe ich einen alten Torshammer von mir rausgesucht. So einen kleinen habe ich noch, der aussieht wie so ein Anker. Ja, der mir sowieso nicht gefällt. Ja, habe ihr den Torshammer da ran gemacht. Jetzt hat sie dann, ab und zu macht sie sich die dann um und hat sie dann, sagt sie, so wie Papa. So wie Papa. Ja, dann hat sie dann auch Kette mit Torshammer. Meine Frau ist nicht begeistert. Aber naja. So, und dann habe ich hier jetzt noch was gekriegt. Das ist was Größeres. Da werde ich auch noch ein separates Video zu machen. Zum Einrichten und so. Und zwar, ich muss aufpassen, dass ich hier die Adresse nicht. Das Redmi Pad SE. Von Xiaomi. Redmi Pad SE. Weil wir brauchen wieder ein Tablet, wo halt auch Google-Dienste funktionieren für die Schule halt und wie Googlen und sowas alles. Das geht mit dem Fire TV, mit dem Fire Tablet leider nicht alles. Ja, das ist so für Shoppen und Videos gucken und so. Und ein paar Lern-Apps gibt es da drauf, die sind ganz gut. Aber du kannst mit dem Fire Tablet nicht alles machen. Und jetzt kommt wieder die Frage, Mensch, Odi, wie kannst du dir das alles leisten? Also, sieht man das hier irgendwo? Und hier steht nur, ist nur der Lieferschein. Ich habe für dieses Redmi Tab SE habe ich bezahlt, könnt ihr ja mal kurz in die Pause machen und in die Kommentare schreiben, was ich dafür bezahlt habe, während ich das hier wegräume. Dann warten wir noch kurz ab, weil einige weiß ich, werden wieder keine Pause machen und warten, dass ich was sage. Und da werde ich dann nochmal ein extra Video machen zum Einrichten, also angucken und einrichten und mal gucken, wie es ist. So. Dann nehme ich doch mal diese kleine Pappe und mache da drin, damit das hier nicht alles lose rumfliegt. So. Ich habe bezahlt 0. Nada, niente Euro. Da gab es nämlich eine Aktion. Deswegen habe ich so schnell meinen Vertrag verlängert. Ich hatte den ja schon vorher verlängert. Da gab es ja Probleme, weil die mir da was Falsches versprochen haben. Und dann war ich am Ende, musste ich dann 10 Euro Strafe oder 20 Euro Strafe zahlen, weil ich einen Vertrag ohne Handy habe. Und war trotzdem auf dem gleichen Preis, wie ich hätte, wenn ich ein Handy genommen hätte. Und da hatte ich einen ganz netten Kollegen von Vodafone, der hat das mit mir rückgängig gemacht und der hatte, dann konnte ich auch sofort gleich meinen Vertrag wieder verlängern und ein neues Handy nehmen und da habe ich ja das Xiaomi 13T Pro genommen für 1 Euro. Der ist mittlerweile vom Konto abgebucht worden. Und wenn man das gemacht hat, kriegt man ja von Vodafone einen Kaufvertrag und dass man bestellt hat und Vertragsverlängerung, bla bla bla. Und dann war da nämlich mit bei, vorher schon, wo ich mir die Handys angeguckt habe, stand da hier gerade Aktion bei Xiaomi auf der Seite. Wie heißt denn das gleich? Ich komme nicht auf den Namen. Was ich beim Fernsehen auch hatte.
Boah, wie heißt das? Ich komme nicht drauf. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie das heißt. Kauf das und krieg von der Firma Handy XY, Fernseher XY oder halt Geld wieder. Hatte ich ja bei meinem Samsung-Fernseher auch. Und da war halt diese Aktion und da hieß es, das muss ich alles einreichen. Und dann bin ich auf diese Xiaomi-Seite gegangen und habe das eingereicht. Hab die E-Mail-Nummer hatte ich ja noch nicht. Da musste ich erstmal warten, bis mein Handy da war. Und habe erstmal so die Daten eingegeben, die ich konnte. Und dann, wo das Handy da war, habe ich dann halt die E-Mail-Nummer, Seriennummer eingegeben, wer ich bin, wann ich es gekauft habe, wo ich es gekauft habe. Und hab die, da musstest du auch da Papiere vorlegen, also ein Foto halt von dem Aufkleber, vom Karton, von der Seriennummer und E-Mail-Nummer. Dann ein Foto von der Vertragsverlängerung, beziehungsweise ein Foto noch vom Kaufvertrag und hast nicht gesehen. Das habe ich auch alles dann gemacht und abgegeben. Und dann hat es seit dem 9. oder so gedauert in der Verarbeitung. Ich war schon von Platz 3700, schieß mich tot, runter auf 100 und dann auch auf 97. Dann bin ich wieder auf 150 hoch und dann wieder runter. Und dann hat sich das immer ewig hingeprängelt. Und ich habe gedacht, Scheiße, das wird dann wahrscheinlich doch nichts. Und dann auf ganz überraschend, den Tag, wo ich mal nicht nachgeguckt habe, kam eine E-Mail. Herzlichen Glückwunsch, hat alles geklappt, alles richtig ausgefüllt, du bist dabei. Wir werden das jetzt veranlassen. In den nächsten Tagen wirst du hier auf der Webseite, war nämlich so eine eigene Webseite von Xiaomi dafür eingerichtet, wirst du denn hier, weil das war ja mein Status dann zu sehen, die Sendungsnummer sehen. Ja, und die habe ich dann gesehen, habe mir die dann drin gemacht und das kam dann gestern. Ja. Kater möchte auch Aufmerksamkeit. Bist du wieder Kamerageier? Ja. Nein, überhaupt nicht, wa? Nein. Ja, und dann kam jetzt gestern, jetzt werde ich es halt die Tage einrichten und dann ist das sozusagen das Tablet, was wir dann auch für die Schule, was sie dann für die Schule nehmen kann, um irgendwas zu suchen und was weiß ich, frisst weniger Strom, als wenn ein Laptop die ganze Zeit an ist oder PC. Und weil Drucker habe ich ja sowieso nicht, das muss ja, machen wir dann, erkläre ich ihr das noch, machen wir dann einen extra Ordner. Für Schule nennen wir den und da soll sie alle drin donnern. Oder einfach nur Download und dann verschieben wir das. Oder keine Ahnung, was so runterlädt, ist ja sowieso bei Downloads drin und dann schicke ich dann gleich meiner PC-Bude und also eine E-Mail und dann können die das gleich ausdrucken. Und dann holen wir denen nur noch die Ausdrucke ab und bezahlen, nicht? Und dann hat sie da auch ihr Zeug, was sie für die Schule braucht und alles drum und dran. Nicht wahr? Jetzt Werbung schreiben und sowas nicht. Das machen wir dann am Laptop weiterhin. Aber halt für irgendwelche Bilder suchen oder was lesen oder so, da bietet sich das an, ein Tablet anzumachen, anstatt ein Laptop. Ja, was halt mehr Strom frisst. Nicht wahr, Tiger? Ja, und Tiger ist so begeistert. Das war's eigentlich. Mehr ist jetzt noch nicht gekommen. Oder? Also nicht, was ich selber gekauft habe. Nächste Woche ist Black Friday. Ich hoffe, dass ich das Video halt zum Wochenende online kriege. Nächste Woche ist Black Friday. Ich habe mir schon ein bisschen Geld gespart und weggepackt, weil ich hoffe, dass da ein paar Sachen, die wir für Weihnachten haben wollen, im Angebot sind, dass wir da zugreifen können. Oder halt wenigstens ein Bett für die Große. Ja, da habe ich auch gerade noch auf die lange Bank geschoben. Weil ihr Bett ist kaputt gegangen, die Schweißnaht, also da ist so ein in der Mitte, also links und vorne, hinten sind Füße und in der Mitte sind auch zwei Füße, also auf der Seite und vorne. Und das vorne richtig, komplett die Schweißnaht ist weg. Also an der Schweißnaht ist komplett gebrochen, also komplett weg. Ja, ist ja gut. Ich kenne auch keinen, der schweißt, dass man fragen könnte, ob man das reparieren kann. Und ich weiß auch nicht, wie teuer das kostet. Ein neues Bett, das gleiche kostet, denn mittlerweile kostet es irgendwie 80, 90 Euro. Ja, müssen wir mal gucken. Habe ich auch eins ausgesucht, wo sie die Beine durchstrecken kann und was ein bisschen, ein paar Zentimeter länger ist und so. Die weichen ja manchmal so ein bisschen von der Größe ab. Ja, mal gucken. Also Daumen drücken. Und Daumen drücken, dass da im Kindergarten nächste Woche besser aussieht, dass die Erzieher alle wieder da sind, dass die Kleine dann im Kindergarten kann.
weil die ist jetzt zu Hause, weil kaum Personal. Und wenn das alles so klappt und so, dass ich dann. Ach, ich habe ja Vormittag auch Termine. Scheiße. Ach, das ist alles ein Scheiß. Aber wenigstens mittags oder so, dass ich dann nächste Woche zum Black Friday, das war dann Mittag rum oder Vormittag, je nachdem, wie es sich gerade anbietet, für eine Stunde Stream oder zwei Stunden Stream machen und uns die Angebote angucken und gucken, ob sich das auch lohnt. Weil die letzten Black Fridays und Prime Days haben schon etwas geschwächelt, muss ich sagen. Also Amazon sollte sich mal wieder mehr berufen, für wen sie das machen, für die Kunden. Und ja, weil Prime Day heißt Prime Day und also manche Angebote, ich weiß nicht, die kriegst du halt zwischendurch halt für den gleichen Preis wie beim Black Friday oder so. Also da muss mehr kommen und auch mehr Angebote. Also vor dem Jahr war ich gar nicht begeistert, da war nicht so schön. Aber ich brauche auch noch mein Office, brauche ich, also Microsoft 365 brauche ich neu, das läuft bald aus für die Familie. Ich habe ja Familienkonto, ich habe ja dann immer für 6 Leute und das ist dann halt Familienkonto, da hat meine Tochter, meine Frau, meine Mutter, ich und Gumpel und das ist halt unsere Cloud auch. Und jetzt, wo Xiaomi gesagt hat, also es stand in der Xiaomi-Gruppe, soll wohl mit irgendeinem Update kommen, dass bei Xiaomi nicht nur die Xiaomi Cloud als Backup Cloud angeboten wird, es soll wohl auch so weit sein, dass auch eine OneDrive als Backup Cloud angeboten werden soll, also dass man dann auswählen kann. Momentan habe ich OneDrive nur als Backup Cloud für die Fotos. Also habe ich gesagt, habe mir die OneDrive App runtergeladen, habe gesagt, wenn in diesen Ordner was reinkommt, also Fotos, ne? Also DCM-Dingsbumser, wenn da Fotos reinkommen, wenn da was passiert, Video, egal was, sichern. Gleich sichern, egal ob unterwegs, zu Hause, WLAN, nicht WLAN, sichern. Und da werden dann alle unsere Fotos gesichert. Und wenn sie alle paar Jubelmonate aussortiert, in extra Ordner gemacht, wenn wir zum Beispiel Wildpark waren oder so, die kommen dann aussortiert, kommen in Ordner Wildpark und so, mit Datum und so, dass man das dann halt dann so eine schöne Galerie hat und dann halt auch, wenn wir dann über den Fernseher auf die Cloud zugreifen und dann was Spezifisches suchen. Ach ja, guck, lass uns mal Weihnachten 2022 angucken. Gehen wir da auf den Ordner ruf und dann, also gehen wir auf 2022 und dann gucken wir Weihnachten und dann haben wir die passenden Bilder. So, aber nichtsdestotrotz, ich quatsch wieder mich schon wieder um Hals, um Kopf und Kragen hier. Die wird schon wieder viel zu lang. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.